Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Kakaroto. Im letzten Part mussten wir zunächst die Dragon Balls suchen, die von Dende wieder zurück ins Leben gerufen wurden. Wir mussten daraufhin erstmal auf die Hauptmap zurückkehren und dort dann jedes Gebiet absuchen, wo sich ein Dragon Ball befand. Und das haben wir doch verhältnismäßig eigentlich gut hinbekommen. Bis auf den letzten, wo ich etwas Probleme hatte gegen Ende, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, wie ich an den Dragon Ball rankommen sollte, aber das haben wir ja schlussendlich dann doch gelöst. Des Weiteren war es dann so, dass wir die Info erhalten hatten, dass wir mit den Dragon Balls alle Leute, die bereits einmal gestorben sind, nicht nochmal ins Leben zurückrufen können. Das ist natürlich eine ziemlich blöde Sache, die dafür sorgt, dass wir auf jeden Fall jetzt doppelten Schweiß sozusagen auf der Stirn haben sollten, denn Cell ist unglaublich stark, aber Goku, dem scheint sowas nicht zu beeinflussen. Der nimmt das alles ziemlich locker und denkt sich wahrscheinlich, Son Gohan wird das schon irgendwie richten, weil er ja stärker ist als er selber. Schlussendlich ist es dann so gewesen, dass die Cell-Spiele dann auch endlich begonnen hatten. Also was heißt endlich? Also eigentlich will man den ganzen Mist nur hinter sich bringen, denn Cell ist zu gefährlich, um ihn weiter frei rumlaufen zu lassen. Und dem wollen wir uns jetzt natürlich annehmen. Die Cell-Spiele haben nun offiziell gestartet. Und wir werden jetzt hier uns bereit machen für den letzten Kampf. Wir stellen uns jetzt Cell in der Cell-Spielarena. Und wir werden schauen, ob wir ihm wirklich gewachsen sind. Auch Ruhe ist ein wichtiger Teil des Trainings, sagt er. Aber ich glaube, er ist der Einzige, der im Moment so ruhig ist. Na komm. Nicht über den Boden laufen, fliegen ist schneller. Und die paar sind schon da. Die ganze Truppe. そら16号さん。お手が頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。 そのことを忘れるな、孫悟空。暗いやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺が。あいつ殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。 殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。 Oh nein, dürfen wir jetzt mit dem kämpfen? Die Geräusche. Die Geräusche gerade. Ringu gai ni ochite shimatta. Satan senshu, makete shimaimashita. So, hayaku selgame o hajimeru zo. Aber er hat ihn wenigstens am Leben gelassen. Mr. Satan, nande makete shimatta no desu ka? Ah, ashi o fumi hazushite shimatta dake da. Chotto kyukei shitara honki de yatte yaru. あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃ、俺からやらせてもらおうかな。
一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。 Tja, wir wollen aber keinen sterben lassen. So, jetzt geht wenigstens der erste richtige Kampf los, was ich gerade noch sagen wollte hier. Das vorhin von Mr. Satan, das hat sich angehört, wie als wenn man in eine Pfütze reinschlagen würde. Als wenn man irgendwie, keine Ahnung, als wenn man entweder Duschwasser laufen lässt, oder man geht irgendwie in eine Wanne rein oder so und ja, haut irgendwie aufs Wasser drauf. Irgendwie so hat sich das angehört. Oder eben man läuft durch eine Pfütze und genau so wirkte Mr. Satan auch gerade. Mehr war das nicht. So, was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall ihn hier gut erstmal Leben abziehen. Denn wir müssen ihn erstmal systematisch schwächen. Denn ich glaube, keiner von uns wird davon ausgehen, dass wir jetzt gegen Cell direkt eine Chance haben werden. Erst recht nicht, wenn ja gesagt wird, dass Son Gohan ihn erledigen soll, aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Man sieht aber auch vom Level her, dass der auf jeden Fall ein paar Level über uns ist. Somit sind wir also dezent unterlevelt, wenn man das so sagen kann. Und ein Treffer und wir verlieren auch verdammt viel Leben dabei. Deswegen sollte ich das jetzt tunlichst vermeiden, weiterhin von seinen Angriffen getroffen zu werden. Und man sieht, selbst die Genki-Dama macht nicht so viel Schaden. Krass, aber wenn dieser Betäubungsschaden vorhanden ist, dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erreichen. Und Treffer versenkt. So, sieht doch soweit ganz gut aus bisher. Wir haben jetzt eh nicht viel Leben. Und anders als im Kampf, den wir zuvor hatten, nutzt er relativ wenig sein Schild bzw. seine Barriere, weil die hat er ja im letzten Kampf relativ häufig benutzt. Nein! Gott sei Dank hat er nicht noch mehr draus gemacht. Mann, ey, wieso? Wie schnell unser Schild immer gebrochen ist. Das stört mich aber schon dezent. Und weiter geht's. Komm, ey. Wir sind jetzt so weit gekommen. Nein, das war schlecht. Das war super schlecht. Wir dürfen uns jetzt keinen einzigen Fehler mehr erlauben. Nein, 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 nein. Zu wenig Ki. Schneller! Ich hasse mich, ey. Ich hasse mich. Wir sehen uns gleich wieder. Davor diesen Kampf dann endgültig auch zu beenden. Wir haben gerade die Grenze, die man gesehen hat, überwunden.
sieht auf jeden Fall definitiv so aus. Zumindest gerade vor kurzem. Die Aura, die uns umgab. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir deswegen in den neuen Super Saiyan-Modus gefallen sind. Ja, gefallen ist sowieso ein blödes Wort. Aber beenden wir es jetzt so lange, oder was ich hab. So, ein letzter Angriff gleich noch. Jetzt solltest du dann untergehen. So, geht doch, ey. Hat sich aber echt gezogen wie sonst was. Es waren jetzt ein paar Versuche. Aber man verliert einfach viel zu viel Leben, wenn der einen stark trifft. やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先頭とやらを空外、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先頭をあげて全員でかかれば今のセルなら倒せる。 黙ってろ、トランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかし、このままでは。やられるだろうな、確実に。頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルは、 そんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。メータ。Puh, das ging aber schnell. おめえの強さよーくわかった。ほら、もうやめとく。何？降参？何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。 勘違いすんな。戦う奴がいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦う奴を、オラが指名してもいいか？貴様、本当に降参する気か？今度の試合で、多分セルゲームは終わる。そいつが負ければ、もうおめえに勝てる奴はいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、 やっぱそいつなら、おめえを倒せると思ったんだ。何？だから、おら、すべてお任せて降参した。いいだろう。では聞こうか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦う奴は、孫悟飯。 Finde ich auch lustig. Jeder hat quasi hier so ein Sprachfeld. Cell nicht. Und der einzige, der das Ausrufezeichen symbolisiert, ist natürlich unser Sohn, Son Gohan. Das, was wir ja im Vorfeld schon thematisiert hatten. ご飯。何？何だと？いるな、ご飯。僕がセルと？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯はオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。 精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか？さっきの
父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だが、おめえには手を抜いてるように感じたんだろ？そうなのか？ご飯。はい。あれ、ご飯。平和な世の中、取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ？わかりました。やってみます。僕がセルと戦う。So, wir also gegen Cell. Und haben dabei nicht mal volle Energie. Was soll denn das? Sun Guan, Kisama ga aite to wa na. あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を、そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。Alles klar. So. Dann müssen wir jetzt also gegen Cell auf Stufe 50 kämpfen, was natürlich auch jetzt ein echter Kraftakt werden könnte. Vor allem, wie gesagt, mit weniger Leben. Mit Goku konnten wir zumindest noch die Genki-Dama einsetzen. Das Einzige, was für Son Gohan spricht, ist eben, dass seine Nahkampfangriffe hier deutlich mehr bewirken könnten. Einfach aufgrund dessen, weil natürlich, weil er mehr Schläge hat, die er absolvieren kann. Frage ist aber nur, reicht das für Cell, weil wir sind jetzt schon wieder fast davor, K.O. zu gehen. Und wir haben nichts weiteres irgendwie, was wir sonst noch dazu einsetzen könnten. Und in unserem Moveset hat sich nichts geändert, wie man sieht. Wir könnten höchstens gleich hier gucken, ob wir noch anders vorgehen können. Ja, weil wenn unser Schild gebrochen ist, dann haben wir... Ja, super. Schaut euch mal diesen Schaden an, ey. Das ist doch nicht mehr lustig. Wir könnten jetzt also rein theoretisch auch nur noch gewinnen, wenn wir... keinen Fehler machen und ja, was soll ich euch sagen, ne? Also darf man eigentlich nichts drüber sagen. Aber wieso haben wir nur so wenig Leben? Das frage ich mich. Selbst wenn wir blocken, ihr seht es ja selbst, dass wir trotzdem an Schaden kassieren. Wenn wir immer weiter draufhauen, dann könnte es vielleicht doch was werden. Wer weiß, also Betäubungsschaden machen wir auf jeden Fall ordentlich.
Das ist wirklich nicht gerade wenig. Wer spielt uns das am Ende in die Karten? Das war's dann wohl erstmal mit Betäubungsschaden. Ich muss hier weg. So. Auch deswegen habe ich jetzt natürlich Masenko nicht besonders oft eingesetzt. Weil das bisschen verursacht leider bei mir nicht gerade das Bedürfnis, diesen Angriff so häufig einzusetzen. Nicht, wenn der jedes Mal seine Barriere benutzt. So, komm. Jetzt noch einmal und ja, jetzt können wir das ein bisschen ausnutzen. Schneller. Und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Gar keine Luft zum Atmen lassen. Mann, ey, ich versuche jedes Mal auszuweichen. Und jedes Mal kassiere ich aber trotzdem so einen Schlag von diesem blöden Angriff. So, wir haben es gleich. Ich bin jetzt gerade, wie ihr merkt, ein bisschen leiser. Ich muss mich jetzt gerade aber übelst konzentrieren. Versteht das aber bestimmt. Ja, das mit dem zweimal Blocken, das ist schon okay. Das kann ich auf jeden Fall noch verkraften. Ja, dafür haben wir noch das bisschen Leben, was auf jeden Fall ausreicht. Dann sollten wir es gleich auch hoffentlich dann hinbekommen haben. So, jetzt ordentlich drauf. Und weg mit dir. Boah! Hat es auf jeden Fall in sich. ことの僕はタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば。 貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。 そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう。怒れ、嫌だろう。このまま死ぬのは。 孫、俺はゴハンに加勢するぞ。待てピッコロ。ゴハンが怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したゴハンに期待するしかねえんだ。孫、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。
なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れんな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖くれ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。 Gut, ich denke, habe das Recht dann für diesen Part. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das möglichst gut in dem einen Part auch so runterbringen können, also das Ganze, aber das geht auch natürlich wieder länger als gedacht. Daher werde ich das wohl in zwei Teile splitten, also was heißt wohl, ich werde das machen und werde an der Stelle jetzt einen Cut machen. Wir werden dann auf jeden Fall beim nächsten Mal bei dieser Stelle hier weitermachen und schauen dann, inwieweit wir hier Cell wirklich dann das Handwerk endgültig legen können. Kann Son Gohan wirklich stärker werden? Wird er seine Macht entfalten können? Schafft es Cell, seine Wut voranzutreiben? Man wird sehen. Alles und noch viel mehr beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier Cell hoffentlich das Handwerk legen können. Mal sehen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.